gewünschten Effekt dann zu bekommen. Die Direction bestimmt, wie das Licht dann auf die Partikel drauf fällt. Da kann man so ein bisschen den Winkel verstellen. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie das Licht eingestellt ist. Kommt es von schräg oben, kann man natürlich mit dem Winkel besser arbeiten, als wenn man jetzt ein Licht von unten hat. Da muss man ein bisschen experimentieren. Wenn man die Werte alle so eingestellt hat und ich gebe jetzt hier mal 0,5 ein und sieht dann von dem Partikeleffekt nicht viel, dann einfach mal die Direction um 0,2 hoch oder runter setzen und schauen, was dann passiert. Damit kann man meistens schon eine ganze Menge erreichen. So, und jetzt wollen wir uns einmal angucken, was wir denn da jetzt überhaupt produziert haben. Jetzt wird das Ganze einmal gerendert. Na, was habe ich denn jetzt hier? So sollte das nicht. Jetzt habe ich irgendwas bestellt. Achso, ich habe meinen Raum vergessen einzustellen. So, den Raum brauche ich natürlich auch, damit das Licht auch irgendwo durchfallen kann. So, und jetzt sieht man hier sehr schön, dass in der Atmosphäre es schon ganz schön partikelig ist. In den ersten Sekunden sieht das natürlich dramatisch aus. Lasst es einen Moment durchlaufen, dann verfeinert sich das hier alles schon mal. Diese Pixel-Partikel-Dinger, das könnt ihr mit dem Amount steuern. Indem ihr es hochsetzt, habt ihr halt mehr Nebel. Wenn ihr es runtersetzt, bekommt ihr weniger Nebel. Und man kann jetzt hier schon so ein bisschen, auf meinem Bildschirm, so ein bisschen diese Strahlenrichtung erahnen. Man muss es ein paar Minuten laufen lassen, also je nach Rechenleistung. Ich denke mal, so mit 3-4 Minuten kommt man ganz gut hin, um zu sehen, wie sich diese Partikel jetzt entwickelt haben. Ich breche das hier in dem Moment aber mal ab, um euch einfach nochmal so ein bisschen was zu zeigen. Einmal auf Cancel. Und jetzt nehmen wir einfach mal einen höheren Wert, um den Vergleich zu sehen, wie das dann sich darstellt, wenn man halt einen höheren Amount-Wert benutzt. So, man sieht hier schon, jetzt ist es sehr viel nebliger. Könnte man glauben, man ist in einer griechischen Dampfsauna gelandet. Nein, griechisch waren sie ja gar nicht, römisch waren sie, glaube ich, ne? Oder türkisch. Auf jeden Fall so eine Dampfsauna, wo es halt so viel Nebel gibt, dass man kaum noch was sieht. Ist ein ganz toller Effekt, und wenn man das jetzt weiter laufen lässt, dann kristallisieren sich natürlich auch diese Streifen so ein bisschen weiter raus, was man hier so jetzt erahnen kann. Wie gesagt, da muss man ein bisschen rumexperimentieren, auch mit dem, was man an Licht zur Verfügung hat. Ich habe jetzt bei meinen Bildern, die ich gemacht habe, fast immer mit einer Lichtquelle gearbeitet. Zum größten Teil wirklich mit diesem Sunlight, wo man dann mit dem Spotlight das ausgerichtet hat und dann daran arbeiten konnte. Das reicht in den meisten Fällen schon aus, um ein schönes Bild zu bekommen. Und ja, jetzt kann man hier schon mal so ein bisschen, jetzt sieht man schon mal, dass die Streifen hier runterkommen. Und wenn ich das jetzt noch 10 Minuten laufen lasse, dann wird das auch schön klar. Wie gesagt, da kann man an diesen Einstellungen herumarbeiten. Je nachdem, wie groß die Szene ist, kann man halt auch mit dieser Distance noch ein bisschen arbeiten, um das Licht weiter in den Raum reinzukriegen. Ich habe jetzt ein paar Tutorials gesehen, da war ein Wert von 100 für die Distance notwendig, um einen guten Effekt hinzukriegen. Bei anderen reicht 50 oder 75. Wie gesagt, das ist so ein bisschen vom Licht abhängig. Was man noch machen kann, um den Effekt zu verstärken, ist natürlich auch das Licht stärker zu machen. Da gehe ich jetzt mal hier unter Render Settings zu meinem Licht wieder hin. Und zwar habe ich hier zum Beispiel Sun Disk Intensity. Das kann ich jetzt mal auf 3 mal hochsetzen. Weil je greller das Licht fällt, desto stärker werden natürlich auch die Partikel angeleuchtet. Man sieht das gleich hier, dann ist der Effekt schon sehr viel stärker. Aber das ist jetzt viel zu neblig. Da müssen wir mal ein bisschen den Amount wieder runtersetzen. So. So. So,
jetzt, hier kann man jetzt auch schon in den ersten Sekunden sehr viel besser erkennen, wie die Streifen werden und wo das hinfällt. Ich finde diesen Effekt total toll und benutze den auch sehr gerne inzwischen, nachdem ich gelernt habe, wie es geht. Für Räume mit Fenstern zum Beispiel. Der Klassiker, die Kirche, durch die, das Licht in die Kathedrale fällt, was weiß ich nicht. Oder auch die Waldlichtung mit dem Schrein in der Mitte, der dann angeleuchtet wird. Was wichtig ist, umschließt die Szene möglichst gut, wenn ihr jetzt so einen dunklen Effekt haben wollt, also so einen Höhleneffekt, sag ich mal, dass das Licht nicht von irgendeiner anderen Seite kommt. Ich habe zum Beispiel einen Tunnel gehabt, der ist auf beiden Seiten offen. Das Licht in die eine Richtung und die Kamera kam aus der anderen Richtung und ständig hat er hinter der Kamera noch rumgeleuchtet, weil das Sunlight ja die ganze Szene ausleuchtet. Und das war dann nicht so lustig. Das hat ewig gedauert, bis ich das verstanden hatte, dass man das besser nicht macht. So, ja, jetzt kann man hier schon mal einmal sehr schön diese Rays erkennen. Und durch das hellere Licht, das ich jetzt gesetzt habe, sind die natürlich auch ein bisschen intensiver. Und was ich jetzt nochmal probieren werde, ist nochmal den Distance-Wert hochzusetzen. Ich setze es jetzt mal auf 80 und mal gucken, was dabei rauskommt. Und da sieht man schon mal gar nichts. Nein, man kann schon erkennen, dass das Licht jetzt etwas tiefer fällt und nicht mehr so opak auf die Strahlen drauf kommt. Das ist halt so eine Sache, da kann man jetzt drauf so ein bisschen mit rumexperimentieren. Nimmt man weniger Werte, dann fängt es halt hier oben schon an, sich zu verdichten. Behält man diesen langen Wert, dann wird es halt nach unten hin sehr viel dichter und oben werden die Strahlen dünner. Das ist, wie gesagt, das hängt vom Licht ab so ein bisschen. Und was ich noch einmal zeigen möchte, ist, wie man diese Partikel auch bunt kriegt. Und zwar geht das hier über den Transmitted Color. Damit kann man sich seinen Nebel so ein bisschen einfärben. Man muss allerdings vorsichtig sein. Ich glaube, die Farbe wird jetzt zu dick sein. Dass man Farben nimmt, die einen möglichst hohen Weißanteil haben, damit die besser dargestellt werden. Obwohl, jetzt hier, das funktioniert noch ganz gut. Es kann nämlich sein, wenn man eine Farbe hat, die ein bisschen zu kräftig ist, dass das Bild dann einfach dunkel wird. Weil so viel Licht in der Szene, so viel Farbe in der Szene ist, dass das Licht komplett aufgesaugt wird. Aber hier kann man jetzt schon mal, mit dem Gelb kann man ganz gut arbeiten. Ja. Und im Prinzip ist es das schon, damit man so einen Grundstock hat, um diesen Atmosphäreneffekt zu erzeugen. Wie gesagt, sich eine Kiste, Moment, ich gehe mal raus, einen Raum oder seinen Platz, wo man rendern will, in die Szene laden, das Ganze mit einem Prim umschließen. Am besten, also ich habe jetzt bei meinen Sachen immer die ganze Szene umschlossen, großflächig, ne, einfach so einen großen Kasten drum gesetzt. Den Cube oder das Prim, was man benutzt, mit dem Huber Base Shader belegen. Dann unter Glossy alle Glossy-Werte runtersetzen, Refraction Index und Refraction Weight auf 1 setzen und dann unter Volume Thin Wallet deaktivieren. Distance-Werte von Measure, hier Transmitted und Scattering Measurement bearbeiten. Amount auf, ich sag mal, als Anfangswert 0,008 setzen und die Direction auch auf 0,5. Das ist ein guter Ausgangswert, damit kann man zu Anfang schon mal Ergebnisse erzielen und sich dann so langsam an sein eigenes Lichtsetting rantasten. Und wie gesagt, unter Transmitted Color kann man dann natürlich auch noch die Farbe einstellen, wenn man das möchte. Und schon hat man den ersten Atmosphäreneffekt. Ja, ich denke mal, so für den Anfang reicht das erstmal. Ich werde demnächst nochmal so ein paar Bilder zeigen,
im Livestream, wie ich das denn mit dem Atmosphäreneffekt wirklich mache. Wie das dann in der ganzen Szene aussieht, wenn ich jetzt einen Raum zur Verfügung habe. Da werde ich ein bisschen rumtesten und werde euch daran teilhaben lassen. Ich hoffe, dass ihr das gut nacharbeiten könnt. Und wie gesagt, was ich gestern Abend schon sagte, das Tutorial wird auch demnächst im Tutorial Café verfügbar sein. Im Bereich der Tutorials. Ihr könnt Fragen stellen im Forum. Da sind wir immer für euch da, wenn ihr zu dem Thema noch was wissen wollt. Und ich denke mal, wir sehen uns dann bald wieder. Und freue mich schon auf euch. Bis bald!